Hi und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video nach ein bisschen längerer Zeit. Und es ist jetzt, wie man unten sieht, 3:30 morgens. Und ich dachte mir, ja komm, machst ein Video, aber jetzt irgendwie was Aufwendiges zu schneiden, wäre doch ein bisschen belastend. Und ich habe mir gedacht, da machst du vielleicht ein Reaction-Video. Ist ja auch manchmal ganz interessant. Und letztens gab es ja hier guten Beef zwischen dem, ja, was heißt Beef? Eher eine Zerstörung von dem Yato zu den, ich weiß gar nicht, wer ist der Nguyen, irgendwie so. Und der hat den ganz schön geraped. Und ich habe mir gedacht, komm, schauen wir uns das Video einfach mal zusammen an. Weil ich glaube, so, es hat fast keiner drauf reagiert oder keiner so, weil Anime-Szene ist dann doch nicht ganz so bekannt, was so Reactions oder generell was so Aufmerksamkeit von anderen YouTubern hat. Und ich dachte mir so, reagierst du doch mal drauf und ja, gibst einfach mal ein bisschen so deine Meinung ab und deswegen gucken wir uns das jetzt zusammen an. Aber am Anfang muss man sagen, also es ist krass, also der YouTuber Yato, der das Video gemacht hat, der hatte, ich glaube, 3000 Subs oder so und ist jetzt auf 7400 hochgekommen, also krass viel Plus gemacht dadurch, aber sei ihm gegönnt auf jeden Fall. Hat auch echt gute Videos dazu gemacht, aber wie gesagt, sei ihm gegönnt, aber ja. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Nochmal so. Boah, 200 Euro, heftig. Yo Leute, Yato hier. Ich bin nicht die Person, die auf Beef aus ist oder so eine Form von Content gerne hochlädt. Jedoch glaube ich, dass jeder von euch über diese heuchlerische und ekelhafte Person Bescheid wissen sollte, die wohl oder übel auf YouTube sein Unwesen treibt. Ja, wir reden über Tien Nguyen. Und bevor seine Reiskörner sich in den Kommentaren ausholen, wie kannst du nur meinen König Reiskorn runter machen? Hört mir bitte zu, ja? Also der spricht ja schon einen ganz interessanten Punkt an. Das ist ja bei vielen YouTubern so, dass eine gewisse Fangemeinde und oft sehr von sehr jungen Kindern, dass sie dann, wenn man diese angreift, auch wenn das mit Fakten belegt ist, dann direkt, ey, lass den in Ruhe, der hat viel mehr Abos, lass den. Und so mit so ganz skuriosen Argumenten kommen, dass man den doch in Ruhe lassen sollte, obwohl man doch im Recht ist und eigentlich nur auf was hinweist, was diese Person falsch macht oder ob jetzt in diesem Fall, dass er was Illegales macht. Und obwohl er im Recht ist, wird er trotzdem kritisiert und beleidigt und so. Finde ich ein bisschen traurig so, ne? Also deswegen sollte man sich immer selbst eine Meinung bilden und nicht einfach nur, weil man den mag, jetzt den anderen einfach einfach beleidigen. Also ich finde das immer ein bisschen lächerlich. Ist echt zu oft hier in YouTube Deutschland. Aber ja, gucken wir mal weiter. Ich möchte kurz klarstellen, dass es mich sehr stört, dass er die Anime-Szene mit einer Reichweite von 400.000 Abonnenten repräsentiert und so einen Kost. Das ist schon ein bisschen belastend, dass halt so jemand wie er, das muss man halt echt so sagen, dass er hat halt echt viele Subs und er vertritt halt wer gibt's noch? Ja, es gibt eigentlich nur so größere One Piece-YouTuber und Ninotaku heißt er so. Kuro und so die größten sind in Deutschland und die somit auch vertreten, muss man halt einfach so sagen. Und finde ich bei ihm halt auch ein bisschen traurig, so, also, ich weiß nicht, aber gut. Content bringt. Anime ist zwar nur eine Nische, aber ist immer noch vielseitig genug, um sowas nicht abziehen zu müssen. Aber was ist denn nun eigentlich passiert? Jemand, der lizenzierte Anime auf YouTube streamt, hauptsächlich Boobs in seine Thumbnails packt und einfach ignorant ist, sollte nichts. Ja, gut, das mit Boobs ist ja allgemein bekannt. Das machen ja viele so, also ich weiß nicht. Also, ja, gut, ne, kann man jetzt mit als Argument nehmen. Ist jetzt ja nur so ein Nebenargument. Aber ja, ob man das wirklich. Ja, verwerflich finde ich das jetzt eigentlich auch nicht so. Man kann ja jeder machen, wie er will, so. Ist ja nur ein Thumb mehr, so, ne. Also, wenn das Video dem dann so ansatzweise entspricht, okay. Aber ja, gut, ne, also. So angehimmelt werden und vor allem nicht solch eine Reichweite von 12-Jährigen auf YouTube besitzen. Einfach traurig sowas. Ich erkläre euch mal die Ausgangssituation, wieso ich dieses Video überhaupt mache.
Die letzten Wochen musste ich mit ansehen, wie Tien Nguyen Streams führte, in denen er mit ekelhaften Kampfshot-Thumbnails und plus 18 Anime-Streams die Kinder baitet. Er bekommt Donations, die man sich nur erträumen könnte, indem er illegal Anime streamt. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf aufmerksam machen, gegen was Tien alles verstoßen hat und wie rechtswidrig er gehandelt hat. Erstens hat er illegal ein Anime gedownloadet, das konnte man auch gut an den Titeln der Anime sehen. Beispiele wären hier Prison, also für Prison School und der... Gut, also ich meine, er will ja so gesagt hochnehmen und auf das aufmerksam machen, was dieser Nguyen irgendwie, wie auch immer heißt, tut. Aber ein Video illegal downloaden, also komm schon, also ja, tut ja jeder fast oder fast jeder guckt illegal Animes, obwohl es halt echt besser wäre, diese eigentlich zu kaufen und zu unterstützen, aber ist halt ziemlich teuer, auch weil das gerade so viele machen. Aber das alles immer zu kaufen, Alter, gibt es ja so viel Geld aus, so deswegen, ja, also ich finde das an sich runterladen jetzt nicht ganz so verwerflich, ja. -03.mp4, what the fuck, HDXD, Highschool DD, -03.mp4, Leute, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das sieht ziemlich komisch aus. Paragraph ja. 53 des Urheberrechtsgesetzes steht, dass der Download von Inhalten ein Urheberrechtsverstoß sei. Wir bleiben aber mal beim Paragraph 53, da ebenfalls das Streamen, also das Teilen dieser Inhalte, ebenfalls rechtswidrig ist und ein Verstoß gegen das... Jetzt, also dazu muss man sagen, also da hat er recht, aber man muss schon ganz schön große Eier haben, um, also das Runterladen, wie gesagt, also macht ja jeder, ist auch nicht wirklich weit weiter verwerflich, aber das dann noch zu streamen, das ist schon eine Nummer, ist schon hart, ja. Also da kann ich mir schon vorstellen, weil man sieht ja zum Beispiel, wenn Videos auf YouTube so von Animes auf Folgen hochgeladen werden, die bekommen ja schon eine gute Reichweite. Und wenn jetzt ein größerer YouTube streamt und öfter und immer so Serien zeigt, boah, nicht schlecht, ne? Aber da kannst du auch ganz schön gefickt werden. Also da, ja. Urheberrechts ist. Nun kommen wir zu der Verbreitung von pornografischen Inhalten. Dies ist in Paragraph 184 im Strafgesetzbuch unter Strafe gestellt. Bestraft wird, wenn, unter anderem, einer Person unter 18 Jahren diesen Content zu sehen bekommt und es frei zugänglich ist, wie es bei Tien halt im Fall war. Bei dem Stream waren 90% der Zuschauer unter 18 und gejuckt hat... Wahrscheinlich steht im Gesetz Content. Ah, okay, komm. ...hat es dich gar nicht. Ignorant hat er die Anmerkungen von uns im Chat wie auch in den Donations entweder löschen lassen oder einfach ignoriert. Ich meine, Tien, wie dumm kannst du eigentlich sein? Deine Donations werden vorgelesen und jeder deiner... Oh, Ruffy, okay. Das war einer von den größeren One Piece YouTuber. Ich weiß gar nicht, was hat der an Abos? 150.000? Ja, so circa. Ungefähr, oder so minus 10.000. Ja, so im Dreh irgendwie. Also nicht minus 10.000, also 140.000 bis 150.000. Ja. Was steht hier so? Okay, also wurde gelöscht, okay. Und gehen Ruffy, du hier. Haha, ich wurde nicht gebannt. Der Typ, der gebannt ist wohl ein Bastard, der Tanzi nicht mehr. Alles klar. Zuschauer hat das mitbekommen. Selbst nachdem alle dich darauf aufmerksam gemacht haben, dass du Tanzverbot-Donations nicht ignorieren und seine Nachrichten nicht löschen lassen sollst, warst du weiterhin ignorant, mein kleines gekochtes Reiskörnchen. Auf jeden Fall hast du weiterhin illegal dein Money gemacht und genau, da müssen wir ja noch was erwähnen. Du hast nämlich eine Freundin dazu gebracht, bei deinem Stream dabei zu sein. Dies aber nicht, weil deine sozialen Kompetenzen so bis zum Himmel ragen. Nein. Natürlich ging es dir nur um die Zuschauer und die Donations, die ebenfalls durch das Mädchen zustande kamen. Als Tien gemerkt hatte, dass die Luft langsam dicker wird, hat er das Mädchen vor 2000 Zuschauern allein gelassen und draußen mehrere Zigaretten geraucht, laut ihrer Aussage. Also die ein oder andere Kippe hat deine... Gut, ist jetzt fraglich, wie, ob das Mädchen, also so wie er jetzt sagt und... Das Schlimmste war einfach, also ich lese das einfach mal vor, also das Schlimmste war einfach, dass er dann die ganze Zeit aus der Kamera gegangen ist, eine Zigarette nach der nächsten geraucht hat, am Handy war und ich alleine da saß und mich darum kümmern sollte. Wusste ja gar nicht, was ich machen soll. Also das ist schon eine miese Aktion. Also dann hat er wahrscheinlich gemacht, dass der Stream länger läuft, dass mehr Donations kommen und er eine Zeit lang nichts dafür tun muss. Also so gesagt, einfach vor der Arbeit drücken.
haben wir schon eine Assi-Aktion dann extra, dass wenn jemand kommt, die alleine zu lassen, dass die das so weitermacht. Ja, ist nicht korrekt auf jeden Fall, ja. Nerven aber nicht beruhigen können, wie es aussah, da du danach nervös den Anime weitergeschaut hast und weiterhin Geld scheffeln wolltest. Du hast den Stream einfach weiterhin durchgezogen. Ja, hier, Chen schießt echt den Vogel ab. Pornografische Inhalte auf YouTube zeigen und illegale Streams bei minderjährigen Zuschauern. Meist 11- bis 14-Jährige. Also davon ist auszugehen, ist auch viel so, aber man weiß das halt auch nicht zu 100%, wie viel das schlussendlich sind, aber man kann schon denken, dass das viele sind. Also ja, sowas darf nicht geduldet werden. Und sind dann nochmal so Ausschnitte, ja. Also muss ich auf jeden Fall, also ich muss denen halt schon zustimmen, also ich finde es auf jeden Fall echt nicht korrekt oder echt sehr verwerflich, dass er das tut, und so pornografische Inhalte so hentai-mäßig streamt und dann so Minderjährige sich das dann angucken und dass er dafür auch noch Geld bekommt oder Geld verlangt. Also schon echt mies, also was ein Typ, ist heftig. Nachdem der Shitstorm des Todes auf Twitter auf dich kam und dir bewusst war, dass du was Falsches machst. Versteh mich nicht falsch, aber jeder aufrichtige Mensch hätte den Stream instant ausgemacht oder... Nein, stopp. Jeder normale Mensch hätte nicht mal so einen Stream geführt. Nachdem auch das Girl sehen konnte, wie die Lage steht, meintest du einfach, ihr Handy weglegen zu sollen und das zu ignorieren, ne? Holy, sie tut mir so leid. Ebenfalls wolltest du, dass sie rumstöhnt und so ein Shit, das ist, gilt ebenfalls als Nötigung, nur zur Info. Also solltest du dich ehrlich... Ich mache mir eh keine Sorgen, er hat mich nicht sonderlich gut behandelt im Stream, wollte mich auch nötigen, weil ich wohl im Stream stöhnen sollte und ich so eine... Und was? Und stöhnen sollte und ich so... Nee, ich will nicht. Also, ja, okay. Also hier wurde ja irgendwie alles komplett weggelassen, Komma so... What the fuck, okay. Aber er hat es nicht... Aber er hat nicht aufgehört, einfach, das ist what the fuck, aber 3:30 Jungs, ne, ihr wisst Bescheid. Ich hab's aber eh nicht gemacht. Boah, ja. Er ist halt, ja, was ein Lappen, ne? Muss man aber mal so sagen, ja, ja, gut. Aber was, ich weiß nicht, also, welchem, also ist das echt so, dass das minderjährig abgeht, wenn er jetzt ein Mädchen so Stöhngeräusche macht? Das ist, mein Gott, ja, jeden das eine. Langsam wurde es zu cringy und da hat auch sie die Fliege gemacht, was meines Erachtens das Vernünftigste war, was sie nur tun konnte. Ich meine, wie stupid kann man nur sein, Dude. Ebenfalls hast du für kurze Zeit Dragon Ball FighterZ gespielt, um mich wie auch die anderen loszuwerden, aber Dude, wir alle sind nicht dumm. Nach 10 Minuten hast du wieder Prison School aufgemacht und das gleiche abgezogen. Du bekamst eine 200-Euro-Spende und deine Reaktion war darauf, Leute wollen mir Böses tun, ich bin lange schon auf YouTube und wurde gehatet und so, aber deshalb danke für die 200 Euro und so. What the fuck? Jetzt komme ich zu dem letzten Punkt, der eigentlich nichts mit dem Stream an sich zu tun hat. Du gibst Leuten Tipps zum Großwerden auf YouTube. Wer? Wer holt sich das? Also, das frage ich mich sowieso so generell auch so bei normalen Sachen hier. Tipps, wie du erfolgreich wirst, wie du eine erfolgreiche Firma aufbaust und du dann dafür 1500 Euro bezahlen musst. Also wer macht das? Wer denkt so, ja, mit diesen Tipps werde ich bestimmt erfolgreich so oder läuft jetzt bei mir auf YouTube so. Also das ist einfach, ihr müsst einfach ihr selbst sein und einfach das machen, was euch Spaß macht und entweder läuft es oder es läuft nicht so. Das ist... Da gibt es keine richtigen Tipps dafür. Also ihr könnt natürlich betrügen und dann kommt ihr wahrscheinlich ein bisschen schneller voran, aber ich frage mich das echt sehr, sehr oft, wer so eine Scheiße kauft, ey. Das ist traurig, ne? Aber gut, ne? Digga, du hast 400.000 Subs und davon guckt kaum jemand deine Videos. Ich meine, du machst zwar Klicks, aber du machst nicht die Klicks, die man machen sollte, wenn man anderen Tipps gibt. Bekomm erstmal dein... Also zum Vergleich zu Commander Krieger, ne? Also wenn der jemand von euch was sagt, läuft bei ihm eigentlich noch relativ, ne? Aber ja, zu der Regel, da macht er doch schon relativ wenig Klicks im Gegensatz zu seinen Abonnentenzahlen. Ja, wollte ich nur mal erwähnen, also Commander Krieger, Grüße gehen raus. Deinen eigenen Channel zusammen und dann reden wir nochmal drüber. Du könntest jetzt damit argumentieren, dass ich nicht die Subs und nicht die Klicks habe, aber Dude, mit sowas zu argumentieren wäre einfach nur schwach.
So, Tien, ich rede jetzt mal direkt nochmal zu dir. Ich glaube, du wirst das Video schauen. Falls nicht, dann unlucky. Aber auf jeden Fall, in der Videobeschreibung findest du meinen Twitter-Account, wie auch meinen Discord. Du kannst mich entweder auf Twitter oder Discord PN anschreiben und wir reden mal über die ganze Situation. Aber du kannst jetzt nicht hoffen, dass irgendjemand dir das verzeihen wird, was passiert ist, oder irgendwie Nachsicht. Verzeihen, auch immer. Finde ich ein bisschen ein schwieriges Wort. Aber warte, da hat er noch was anderes gesagt hier. Ja. Jemand dir das verzeihen wird, was passiert ist, oder irgendwie Nachsicht zeigt. Ja, also Nachsicht zeigen finde ich dann doch eher schon das richtige Wort für diese Situation. Also, aber ich find's gut, dass er sagt, ja, komm zu mir auf den Discord oder wir reden einfach. Also, der macht da schon eine klare Ansage. Also der nimmt ihn schon, also ich finde mit dem Video auf jeden Fall hat er den richtig hochgenommen, aber auch zu Recht, ne, muss man sagen, also was der hier abzieht, ne, hat er nicht weniger verdient. Da es einfach nur ekelhaft war, du kannst von mir aus auch einfach einen öffentlichen Post machen und dich dazu äußern, du musst mich nicht PN anschreiben, aber ich möchte wirklich, dass du dich dazu äußerst, um einfach mal deine Seite der Geschichte zu hören. Haut rein, Leute, ich gönn mir das nicht mehr. Ciao und tschüss. Und würde mich mal interessieren, ob er drauf geantwortet hat. Aber ich glaube, der hat seitdem noch ein Video gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er das schon wieder gelöscht hat. Wenn nicht, vielleicht reagiere ich da nochmal drauf. Kommt drauf an, wie das Video hier ankommt. Da wird wahrscheinlich nur so 15 Aufrufe haben oder so. Aber vielleicht interessiert es ja doch jemand. Aber auf jeden Fall interessant. Also schlussendlich so meine Meinung zu dem Video. Also gute Fakten, also gute Beweise. Hat ihn auf jeden Fall hochgenommen, mit einer klaren Ansage am Schluss und ist recht sachlich geblieben und hat auch Sachen aufgezeigt, wo Tien illegal gemacht hat, mit halt auch Screenshots, die das belegen. Also sehr gutes Video auf jeden Fall, also ja, Props. Und ja, schlussendlich kann man nur sagen, ja, Tien ist halt echt ein bisschen Abschauen auf YouTube für die Anime-Szene, ist das halt ein bisschen scheiße, so. Ja, mal gucken, was sich da jetzt noch tut. Und ich würde sagen, das war's so auf der Reaction. Halt ohne Kamera, ne, 3:30 morgens. Also Nachsicht bitte, Jungs. Und Mädchen natürlich. Und dann würde ich mal sagen, ja, das war's mit dem Video. Man hört sich. Ciao.